Wundervoll. Zeig mal, wie deine Kirche aussieht. Kommst du hochgelatscht? Witzig. Was? Von 33 Themen sind genau eins bisher geklärt bei den Eintrittsverhandlungen der Türkei. Und das wäre? Wissenschaft und Forschung. Aha, okay. Natürlich. Alle anderen sind, naja, ziemlich am Arsch. Oder sogar komplett suspendiert. Komplett suspendierte Themen aktuell. Flüchtlinge. Warte. Freier Warenverkehr, Niederlassungsfreiheit und freier Dienstleistungsverkehr, Finanzdienstleistung, Landwirtschaft und ländliche Entwicklung, Fischerei, Verkehrspolitik, Zollunion und Beziehungen nach außen. Ja, das klingt nach der Türkei. Tja. Das war eine ziemlich treffende Beschreibung, ja. Die wollen die Vorteile, aber die Nachteile nehmen sie nicht. Oh, ein Huhn. Noch ein Huhn. Was denkst du, Hälfte von der Kirche fertig? Ja, zumindest eine Mauer. Ich nenne das, du hast eine Wand fertig. Ja. Die andere Wand gegenüber wird es dann nochmal kopiert. Das ist halt. Und dann nochmal eine Wand hin. Und ja, gut. Und dann haben wir zumindest schon mal den Bogen da fertig. Da kommt dann hier noch vorne ein Schiff, hinten ein Schiff dran. Und so weiter und so fort. Das dauert noch Ewigkeiten. Kirchenbau dauerte damals auch Jahrhunderte. 600 Jahre. Bis so eine Kathedrale gebaut wurde. Ich versuche gerade ein Schaf zu treffen. Ich kümmere mich ums Kirchenschiff. Eins. Hä? Zwei. Perfekt. Perfekt. Ha. Der war fast lustig. Ja, ich weiß. Ich bin ein sehr humorvoller Mensch. Das weißt du doch. Und ich hab das Schaf erwischt. Hurra. Streicht das. Prof, streicht das Humor dann, stimmt's. Du bist ein sehr voller Mensch. Du bist sehr Mensch. Okay, mittelalterliche Trommelmusik in meiner Playlist. Würde wahrscheinlich schneller gehen, wenn ich jetzt noch Spitzhacke holen würde. Zacke. So, dann können wir gleich Schluss machen. Ist immerhin schon 23:30 Uhr. Können wir im nächsten Stream weiterbauen. Haben wir noch Projekte.
So, na dann. Gesundheit. Danke. Das Problem, dass die Dachstühle in den Kirchen immer aus Holz gebaut wurden, das hat man auch, das sieht man sehr gut in dem Film, in dem Buch, in dem Spiel The Pillars of Earth. Da ist ein Schwein im Boot. Und was ist daran genau das Problem, außer dass es früher oder später wegrottet? Weil es aus Holz das verdammt leicht brennt. Ah ja, das ist in Kirchen so oft abgefackelt. Ja, weil das Dach aus Holz ist. Hast du halt einfach. Tja, muss man halt woanders rauchen. Da hat halt jemand ein Feuerzeug einen Streicher fallen lassen. Und dann. Das ist immer lieber Feuer, wenn der Mittelalter installiert. Da stand die Kirche in Flammen. Wie würde mittelalterlicher Feuermelder aussehen? Er ist einfach nur ein Typ, der anfängt zu schreien, genau. Und was sind Sie vom Beruf? Ich bin Feuermelder. Feuer. Was, ein Computer war auch mal ein Beruf. Ja. Warum nicht Feuermelder? Ja. Wollen wir uns auf der Mauer treffen? Ich baue meinen Turm. Ich würde den Schluss machen für diese Folge. Ich würde gerne den Stream beenden. Au. Ich schwimme den Berg runter. Blub, blub, weg war er. Und mit Schwimmen meinst du Fallen? Mit Schwimmen meine ich mit dem Boot runterpaddeln. Okay. Irre ich mich oder ist da gar kein Wasser? Man kann mit dem Booten auch auf Land fahren. Ja, aber nicht gut. Ausreichend. Ich bekomme schon wieder Investmentwerbung. Und? Warum hast du noch nicht investiert? Weil ich keine Lust auf die WhatsApp-Gruppe habe. Komm in die WhatsApp-Gruppe, Digga, und fahr Lamborghini, den du geleast hast. Und dann war Wasser. Boah, diese ganzen Coaches, ey. Ich habe noch nicht eine einzige von diesen Werbungen in freier Wildbahn gesehen. Ich zu viel, ich bekomme nur noch diese Scheiße. Wie steigt man aus dem Boot wieder aus? Wahrscheinlich, weil ich mir aus Versehen für 5 Sekunden irgendein Video, Leute, wie steigt man nochmal aus dem Boot aus? Umschalt! Also damit, wo du schleichst. Ah, okay. Mit Lumsch. 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 So. Ihr könnt ja gleich noch weiter bauen. Wird wieder gerne Endcard machen. Quack. Amole. Quack, quack, Amole. Auf die Mauer mit euch. Ich pack noch eben den letzten Stack dann gleich rein. Moment. Der Stein drin muss auch offscreen noch. Vielleicht für die andere Seite der Mauer noch einiges brauche. Oh, ein fliegender Ikirikus. Ich benutze noch die 10, Moment. Ja, da sieht man halt jetzt hier die Hälfte. Die halbe. Die Wand. Kann man halt jetzt nicht mehr alles in einem Überblick haben. Kriegt man jetzt, ist halt. Und die Playlist hat gestoppt. Natürlich. Ja, perfekt. Dann wird es Zeit, jetzt aufzuhören. Wo seid ihr? Auf der Mauer, auf der Lauer. Ah ja. Auf dem Turm. Prof wirft mit Eier nach mir. Eieiei. Ei, ei.
Jetzt habe ich die Spitzhacke weggeworfen. Yeet. Wo ist die Spitzhacke? Yeet. Na toll. Das sind überall Hühner und ich habe meine Spitzhacke verloren. Sind doch nur zwei. Ah, hier, sehr schön. Schönes Bild. Auf die halbe. Auf die Hälfte. So, hier hat man einen schönen Überblick. Gut, ich mal zu mir stellen. Nein. Können wir das? Ich habe ein Stück Dreck in der Hand. Nein, nicht schubsen. Verdammt. Jetzt bin ich rübergelaufen. Ihr seid blöd. Zeit, den Derp-Mode anzuschalten. Oh, bitte nicht. Was auch immer das bedeutet. Ich schieße die ganze Zeit mit Pfeilen durch dich durch. Tja. So ist das Leben. Bringt, glaube ich, nichts. Nö. Ich hab nur so einen Stack-Pfeiler, also von daher. Es bringt auch nicht nichts. Yay. Na dann. Bis dann und ciao. Mach mal, dann geh dann mal den Stream beenden. Eine Ewigkeit später. Spieler Online 2. Ah, okay, und wir betreten Minecraft. Das muss ich erstmal klarkommen. Ach so, ja, das war das Projekt. Weil ich war jetzt die letzten Tage, die letzte Woche, war ich viel auf einem Community-Server unterwegs von dem Enterg Gaming. Der hat einen eigenen Community-Server gehabt. Oder hat einen eigenen Community-Server. Oh, ich habe Eier eingesammelt. Von einem Huhn, was herumläuft. Das machen Hühner ab und zu, dass die Eier legen. Ach so, das sind meine Hühner. Die habe ich als Wachhühner aufgestellt. Die ich und eingebunden. Sind sie effektiv? Die habe ich angebunden. Oh, noch ein Huhn. Ein Babyhuhn. Kleiner. Komm jetzt, Babyhuhn. Huhn, 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 Huhn. Huhn, 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 Huhn. Hast ja auch noch drei Hühner hier draußen rumlaufen. Und was das zweite? Na, komm mit. Du wirst nicht mitkommen. So, jetzt habe ich wieder zwei Leinen. So, was kann ich denn hier anleihen? Bei mir. Ah, da wollen wir die Mauer. Ach, das ist ja. Dieses Dorf sind wir. Lang nicht mehr hier gewesen. Grüezi. Kann man den Prof anleihen? Nee. Leider nicht. Ich kann Kühe von dir anleihen. So sehr stehe ich jetzt auch wieder nicht auf BDSM. Dass ich mich einen anleihen lasse. Mhm. Feder. Die Feder stärker als das Schwert. Prof, pass auf. Was? Die Feder stärker als das Schwert. Pass auf. Bist du dir da sicher? Nö. So.
Na, bauen wir mal in der Kirche weiter. Viel Spaß. So, mit was habe ich das gebaut? Das habe ich mir noch mit gebranntem Stein gemacht. Ach ja, und das war nur die Außendekoration hier, das hier links. Da muss jetzt erstmal Steine brennen, wie es ausschaut. Kies habe ich noch dabei. Ach so, und das ist das Boot. Ja, guck mal, Prof. Hier ist ein Boot mit einem Schwein und mit einem Schaf drin. Ach, das? Ja, kenne ich. Ein Schweinboot, Schaf. Hahn, Huhn. Ich bin heute auch nicht mehr ganz dabei. So fängt's an. Ja, Schaf und Huhn, das ist. Ja. Ein marginaler Unterschied. So, jetzt müssen wir Stein brennen. Habe ich noch irgendwo Dingensstein? Eine Spitzhacke habe ich natürlich nicht mit. Spitzhacke müsste man einen Bruchstein brauche ich. Ach ja, die Playlist. Ich mache mal ein bisschen Musik im Hintergrund. Sonst haben wir ja Stille. Einfach schon. Musik. Haben wir denn? Modi. Wo haben wir meine Musik-Playlist? Hier haben wir sie. Musik-Playlist leise. Und let's go. Oh, Pai Wanda hat ein Video hochgeladen. Warum ist Olaf Scholz auf einmal so beliebt? Der Scholzi. Was meinst du, warum ist Olaf Scholz so beliebt? Keine Ahnung. Weil er das Maul hält, was weiß ich. Ja, wahrscheinlich das. Natürlich was anderes ist ihm nicht aufgefallen bisher. Ist der Einzige, der irgendwie, der nicht zwei Krisen am Tag, zwei Skandale am Tag erzeugt. Meine scheiß goldene Rüstung. Schwarzpulver habe ich hier eine Menge. Fällt gerade auf, dass der Server immer noch auf dauerhaften Tag hängt. Aha. Ja, mir wird so das Recht sein. Oh ja, dann lasse ich so. Ah, hier ist ein bisschen Bruchstein. Wenn man Mob-Items braucht, gibt es ja die Mob-Farm. Ich meine, beim Kirchbau und so weiter, wenn wir draußen irgendwas aufbauen, das ist ja dann. Das ist besser, wenn das. Wenn nicht Nacht ist. So. Und hier ist noch 39 Bruchstein. Eine Kiste voll Dreck. Du hast eine Kiste voll Dreck. Das habe ich in der Tat. Und raten wir, was da drin ist. Dreck. Und die Super Zündis habe ich auch noch drin in den Öfen. Profs Super Zündis. Ich finde es schade, dass man nicht alle Sachen kochen kann, dass man hier nicht einfach eine Karotte in den Ofen legen kann und die einfach mal auf eine gebratene Kartoffel. Das sie dafür erstellen, ist Arbeit. Ich glaube, bei Kartoffeln geht's ja. Du kannst den Backkartoffel draus machen. Ich meine eher Arbeit zu programmieren. Aber wenn du dir halt einfach so. Jedes Item für alles immer noch extra ein Trigger fürs
Braten herstellen, das ist Eigenarbeit. Das wäre halt schön, wenn du halt kannst halt hier kannst halt gekochte Karotten oder so machen, kannst dann halt ja ein günstiges Rezept draus machen, kannst du ja einen Gemüseteller machen oder so. Auf dem anderen Server, auf dem ich gerade unterwegs bin, habe ich jetzt wenigstens schon Holzhaus. Oh jo. Und ich habe eine vernünftige verzauberte Rüstung und ein Dierschwert. Also es ist, ich bin da schon weiter als hier. Hier habe ich gerade gar kein Schwert, gar kein Spitzhack, gar kein Werkzeug, gar nichts. Oh jo. Spitzhacke bräuchte ich mal, da müsste man gerade mal. Wäre keine dumme Idee. So. Nee, das ist. Ein paar Sticks brauche ich dafür. So, jetzt hier. Stick und drei Stein. Stick und drei Stein. Bruchstein. Will mich gerade dazu überreden, dass ich update. Okay. Das fällt ihm aber zu einem richtig tollen Zeitpunkt ein. Ja, das ist jetzt eher schlecht. Ja, darum mache ich so. Soll er ruhig mich anblinken, wie er will. Granit. Ich hab noch einen Schwarzeichensetzling hier. Weiß gar nicht mehr, wachsen die alleine mittlerweile? Müssen. Dann gehe ich schon mal anfangen mit Bauen. Was? Achso, Kirche. Kannst du für mich mal ein bisschen Stein brennen? wenn du gar nichts zu tun hast, willst du mal während. Klopf's einfach in den Ofen unten. Ja, ich habe keinen Bruchstein. Da müsst ihr jetzt mal Bruchstein abbauen und. Ja. Die Jugend heutzutage. Der Effektivitätshalber. Könntest du mal Bruchstein besorgen und in die Ofen packen? Und während ich hier schon baue. Heutzutage. Während ich hier schon baue, schon mal dafür sorgen, dass Nachschub kommt. Verstehe sowieso nicht, was du so an normalem Stein so findest. Ja, gehört das Thema dazu. Einer der hässlichsten Blöcke im Spiel. Ja. Passt halt zu einer hässlichen Mauer, die ich bauen will. Ja, sieht halt so neutral und langweilig aus, finde ich. Ja. Passt ja. Mit noch Steinziegeln verschlindert. Passt nur Kirche. So. Jetzt muss man die Anleitung finden. Tatsache. Da ist er. Die eine Hälfte haben wir jetzt schon. Und das spiegeln wir also auf der anderen Seite.
Dort. Brauche ich eine Menge Stein. Okay, jetzt geht's also hier wieder runter oder was? Ja, scheint so. Und zwar in Stufe mit schwarzen echten Stufen. Von denen ich auch wieder einige brauche. Ja, ungefähr so. Das wird wahnsinnig langweilig. Oh, scheiße. Ich erzeug hier schon wieder Feuerschaden. So. Ist das denn auch richtig? Sieht richtig aus. Und ist das bestimmt auch? Gehe ich mal davon aus. Na dann baue ich mir mal ein Baugerüst herum. Ich kann einen Anfall mit dem Maus. Ja. Was läuft bei dir so, Modi, Prof? Nichts Vernünftiges. Gucke gerade, was ich so gucken könnte, basteln könnte oder sonst so. Ich würde ja sagen, eventuell Mordis Turm weiterbauen an dem. Ich bastel eher ungern an Dingen von anderen rum. Ansonsten kannst du, wie gesagt, Steine für mich machen. Steine brennen. Das wäre hilfreich. Geht eins. Wenn Modi dann mal mit dem ersten Erfolg können wir mal wieder netter gehen. Da waren auch lange nicht mehr. Oh scheiße. Schön, dass hier solche Kommandos gibt. So, ja, beim Dachbauen wird es halt jetzt ein bisschen. Das wird es für eine paar Tode geben. Man kann halt hier schlecht einen Kran besorgen. Sonst wird man das Dach auf den Boden bauen und dann ist es mit dem Kran hoch. Die Schuhe, die ich dir dafür gegeben habe, hast du ja verschlampt. Ich weiß noch nicht, wie genau das passiert ist. Keine Ahnung, wie ich dazu gekommen bin, die zu verschlampen. Jetzt bin ich irgendwo gestorben und bin dann. Ich hab gut erstmal.
Und der Mutti hat sie mir geklaut. Hier läuft noch was falsch. Da muss eindeutig noch eine hin. Die Musik passt gerade sehr gut. Das ist doch supi. Oh weia, da fehlt scheinbar viel. Da war hier jemand nachlässig. Wer wohl? Ich habe keine Ahnung.